So, wir sind. Nee. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es endlich um die Golden Twilight Palette von BH Cosmetics. Und zwar haben wir ein sehr schönes Design. Erinnert mich an mein Thumbnail von der Palettenwoche. Und man erkennt schon, ich weiß nicht, bei welchen Produkten das schon dabei ist, aber das neue BH Cosmetics Logo. Also, ich finde diese kleinen Paletten an sich sehr toll, weil der Spiegel groß genug ist, um sein Augen-Make-up zu machen. Und die sind richtig gut für den Alltag, für zum Mitnehmen, fürs Reisen. Wie man an meinem Kanal erkennt, hole ich mir aus dieser Serie auch jede Palette. Ich bin auf jeden Fall etwas stärker geschminkt. Ihr wisst, was das bedeutet, dass meine Haut richtig scheiße ist zurzeit. Ich verlinke euch beim E-Mail nächstes Video. Und zwar ist es die Review zu der neuen Palette von der Alessia Marie 1991. Und zwar gibt es da eine kleine Verlosung zu der Leo Palette aus der Mini Zodiac Series. Deswegen könnt ihr da gerne teilnehmen. Ansonsten geht es jetzt endlich weiter mit diesem Video. Wie einige von euch wissen, hatte ich am Mittwoch Geburtstag und habe unter anderem das tolle Ringlicht bekommen, was jetzt mir gehört und ich in zukünftigen Videos benutzen kann. Deswegen ja, ihr könnt euch darauf einstellen, dass die Videoausleuchtung in der Zukunft so sein wird. Ich habe endlich hier ein Gestell aufgebaut, sodass ich Hintergründe aufhängen kann. Und die nächste Sache ist, und zwar ab Montag geht offiziell Doomtober bei mir los. Und zwar haue ich 6 Videos raus, hoffentlich, wenn alles läuft wie geplant. Und ich fange auch schon morgen an zu drehen, deswegen könnt ihr euch schon mal auf Montag freuen. Naja, wir legen endlich mal los. Get down, shake it. Auf jeden Fall haben wir hier relativ neutrale Töne und ein Rot zum Akzent setzen. Ansonsten sind alle Schimmertöne. Ich sehe schon, dass Duochrome-Töne dabei sind. Deswegen, die werden wir auch testen. Wir haben hier ein Setting Brown, ein Beige. Wie bin ich auf Braun gekommen? Also, die Farbe kommt auf jeden Fall sehr pigmentiert ab. Und da sie ein bisschen dunkler ist, packe ich sie schon mal zur Crease rein. Oh. Ich habe auf jeden Fall Kickback in der Palette. Nehme ich die gleich auch mal auf der anderen Seite. Dann haben wir hier so ein etwas helleres, neutraleres Braun. Das packe ich einfach oberhalb der Crease und tuff das erstmal auf. Und wie wir es von BH Cosmetics kennen, man muss nicht mal viel machen und es ist ausgeblendet. Dann haben wir hier direkt in der Ecke so ein tiefes Braun. Das nehme ich mal wieder mit dem gleichen Pinsel auf, gehe mehr mit der Ecke vom Pinsel rein und wir vertiefen das Ganze. Es muss auf dem Lid nicht perfekt ausgeblendet sein, weil wir gehen sowieso mit Schimmertönen drüber. Jetzt greife ich zu einem sauberen Blenderpinsel. Ich habe mich endlich daran gemacht, die Stummschaltung von der Kamera aufzuheben, denn ich habe schon wieder 2 Minuten gelabert, ohne dass es aufgenommen wurde. Egal, zurück dazu, was wir gemacht haben. Und zwar ist mir aufgefallen, dass hier in der Ecke noch dieses andere Braun ist, was sogar ein bisschen kühler ist. Ich habe es auf jeden Fall aufgenommen und es ist mal wieder sehr pigmentiert. Und das packen wir in die Crease. Ich finde, auf dem Auge erkennt man sofort, dass es viel kühler ist als auf der anderen Seite. Es blendet sich aber ein bisschen gräulich aus, muss ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera aussieht. So, und mal wieder das gleiche Braun, das Dunkle. Wieder die gleiche Methode, mit der Ecke reinzugehen. Und wir vertiefen die Crease. So, ich nehme wieder den Pinsel und blende wieder die Edges raus. So, ich glaube, wir werden heute nicht schaffen, alle Töne zu verwenden, denn es gibt diesmal eindeutig mehr Schimmertöne als sonst. Aber wir fangen mal an mit diesem Ton hier, weil es scheint von den Swatches her so ähnlich zu sein wie aus der Alessia Marie Palette. Oh. Die sieht richtig schön aus. Also, ich habe doch ein bisschen Fallout, wie ich gerade sehe. Aber naja, ist halt ein fluffiger Pinsel und nicht der, den ich sonst verwenden würde, wenn ich meine Pinsel endlich mal sauber machen würde. Den Effekt, man sieht ja jetzt in der Kamera braun, schwarz und hier sieht ihr auf einmal blau. Das finde ich richtig schön. Wir haben hier 2 Goldtöne, der eine etwas gelber, der andere ein bisschen rötlicher. Ich nehme erstmal so diesen hier aus der Ecke, den packe ich in den inneren Bereich vom Auge. Also ich finde, Gold ist so eine Farbe, die hat BH Cosmetics auf jeden Fall raus. Damit wir so ein kühles Verbindungsteil haben, hier gibt es so einen, ja, dunkleren Champagnerton. Packe ich einfach einmal in die Mitte. Ich packe übrigens, wie ich vorhin gesagt habe, das Gold in die Inner Corner. Ja, es ist viel gelber, aber hat einen richtig schönen Effekt für den Look. Ich habe es ein bisschen über die Augenbrauen nochmal für so ein bisschen Effekt gelegt, aber ansonsten der Look ist richtig schön. Ich schnappe mir dann Pencil Brush von NYX und zwar haben wir hier eine schöne weinrote Farbe. Natürlich teste ich die.
Ich wollte, dass die beiden Looks etwas Gemeinsameres haben und dachte mir, die ist vielleicht gut unter das Auge für ein bisschen Kontrast. Sehr schön pigmentiert auf jeden Fall. Und das hat irgendwie das Blau nochmal sehr schön hervorgehoben. Das Rot lässt sich auch sehr schön, sehr schnell ausblenden. Natürlich nehme ich jetzt nochmal so ein Smudger, nehme eine Mischung aus dem dunklen Braun und dem Rot. Das presse ich unter die Wimpern. Da ich schon eher in so eine Editorial-Richtung gegangen bin mit dem Augenlook, dachte ich mir einfach, dass ich die Lidschatten ein bisschen höher blende als sonst. Und dieses dunkle Chrom hat einen sehr schönen Vertiefungseffekt. So, dann haben wir hier so ein grünliches Duochrom mit so einem Champagner. Das packe ich mir hier unter das Auge als so ein Verbindungsstück. Also so krass hebt sie sich jetzt vom Gold nicht ab. So, ich schnappe mir doch noch so einen Pinsel und wir gehen doch nochmal in diese ganz helle Farbe hier, denn die habe ich ja voll vergessen. Ihr kennt das, ich highlighte gerne matt. Einfach unter die Augenbraue. Und auch gerne die Stelle hier, die ein bisschen dunkler ist, wo ich manchmal zu weit ausblende. Das Fallout ließ sich relativ gut beseitigen mit einem großen Blender. Mal wieder schnappe ich mir so einen fluffigeren Blender. Also das Grün schreit auf jeden Fall nach benutz mich. Deswegen packe ich das, glaube ich, in die Outer Corner. Das Blau hier, sehr pigmentiert. Okay, Leute, krass. Eigentlich bin ich ja gar nicht so der Typ für so kühle Looks, aber ich feiere das gerade richtig. So, mal wieder habe ich ein bisschen Produkt abgenommen und ich blende das wieder ein bisschen weiter nach oben. Aber ich finde, ich habe das Blau wieder ein bisschen zu weit nach außen geblendet. Deswegen nehme ich nochmal ein bisschen von dem Grün und versuche das ein bisschen so zu vermischen hier. Ich habe das Grün aus Versehen ein bisschen zu weit nach außen geblendet, wie man hier einen Unterschied sieht. Mal wieder das Smudger. Wieder die rote Farbe. Und wieder das gleiche mit dem Vertiefen. Dieses Rot, dadurch, dass es rot ist, aber richtig kühl ist, es hebt das Blau hervor, aber genauso das Grün. Und das macht es halt auch bei meiner Augenfarbe. Übrigens, bei dem Auge habe ich gar keinen Fallout, wie ich gerade sehe. Ich gehe mal wieder hier mit einer helleren Farbe rein. Und zwar denke ich, dass zu dem Rot mal das Schimmerrot passen wird. Trotzdem mochte ich diese blaue Linie ganz vorne. Deswegen packe ich doch noch mal ein bisschen von dem Blau darüber. Inner Corner Highlight brauchen wir hier auf keinen Fall. Ich nehme mir trotzdem mal so einen Pinsel und gehe in das Blau ganz leicht rein. Tupfe auch ein bisschen ab, damit nur die Schimmerpigmente unter die Augenbraue kommen. So, ich bin mal kurz off Camera gegangen und vielleicht sieht man einen kleinen Unterschied. Und zwar habe ich die Augenbrauen noch mal kurz mit Concealer gehighlightet, denn ihr habt das wahrscheinlich das ganze Video über gesehen und ich reg mich beim Schneiden später auf. Aber auf jeden Fall, ja, die Töne sind viel zu dunkel zum Highlighten. Also man sieht noch einen kleinen Blauschleier durchkommen. Und hier war der Highlight auch viel zu dunkel. So, die letzte Farbe, die ich natürlich nicht benutzt habe, swatche ich euch natürlich. Naja, zack. Oh, damit ihr die Looks nochmal betrachten könnt. Also irgendwie feiere ich beide. Und natürlich auch ein Close-up mit Mascara. Und natürlich, was wäre ich ohne gesmashed Mascara? Deswegen einfach ignorieren. Es ist nichts da. Ihr seht gar nichts. Ah ja, ich finde, die Mascara hat nochmal schön die Looks sozusagen unterstrichen, wenn man so sagen will. Dann kommen wir mal nochmal zum Fazit von der Palette hier. Und zwar haben wir alle Farben an sich verwendet, bis auf eine. Drei habe ich euch nochmal geswatcht. Und zwar eine Sache, die ich unbedingt ansprechen wollte, ist und zwar die zwei Brauntöne hier. Also man sieht einen Unterschied auf dem Auge, dass es eine kühler ist und eher für die kühleren Augen gedacht ist. Allerdings, wie man hier erkennen kann, der wärmere Ton eignet sich eindeutig für die kühleren Töne und vor allem erhebt nochmal die kühleren Töne mehr hervor, als wenn der kühle. Oh, zu viel kühl und ich kann nicht reden. Es könnte meiner Meinung nach noch eine Popfarbe mehr drin sein. Allerdings, wie schon gesagt, man sieht auf dem Auge, dass es einen Unterschied gibt. Von der Weite vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe auf jeden Fall einen gemerkt. Deswegen ja, wenn die jetzt unbedingt meinten, das soll so in der Farbstory sein, ist es ja nicht meine Sache. Es ist halt auch Geschmack. Aber ansonsten finde ich die Farben sehr schön, eine sehr schöne Konstellation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Moroccan Sunset wird meine Lieblings-Alltagspalette bleiben. Und die Midnight City finde ich auch mega genial. Aber was meine Editorial-Palette angeht, finde ich die Palette so geil. Leute,
What the fuck? Ihr seht es. Ja, aber ansonsten kann ich zu der Palette nichts Negatives sagen. Ein sehr schönes Konzept, Design richtig schön. Looks kriegt ihr auf jeden Fall sehr schöne verschiedene daraus. Also ist jetzt keine Alltagspalette. Eine sehr schöne Erweiterung zu der Reihe sozusagen. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. Deswegen, falls ihr Fragen habt, alles in die Kommentare. Ich beantworte eigentlich jeden Kommentar. Vielleicht nicht immer sofort, aber ich gebe mir Mühe, ja. Ansonsten sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich arbeite immer an meiner Qualität gerne. Jetzt habt ihr Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. War das Deutsch? Egal. Und wir sehen uns im nächsten Video zu Doomtober-Reihe. Ciao!